Ja, die stärksten Schneefälle seit Jahren kommen auf die Alpen zu. Ein Genua-Tief führt massiven Schneefall hier gegen die Alpen und das ist schon losgegangen. Und wir sehen hier bis zum Sonntag, sehen wir ja nicht nur Mengen von Neuschneemengen von 1 Meter, von 2 Meter, sondern bis zu 3 Meter hier in den östlichen Alpen. Unwetterwarnungen wurden praktisch über den gesamten Alpenhauptkamm ausgerufen. Ja, und wir sehen auch hier, dass da der Brenner mit dabei ist. Das heißt, auch Verkehrsadern sind hier betroffen. Ortschaften können einschneiden. Wir haben auch noch einen Föhnsturm dazu. Das heißt, es gibt Schneeverwehungen. Ja, und auch in den Tälern ist mit sehr viel Schnee zu rechnen, dass die Panzer wieder ausrücken müssen, um das zu räumen. Naja, und es könnte auch bedeuten, dass wir vielleicht nicht so viele Südfrüchte aus Italien bekommen, weil die ganze Wetterlage hält auch an. Nicht nur am Wochenende, sondern auch bis nächste Woche. Wenn wir das mal anschauen, dann sehen wir, dass die Schneemassen auf bis zu 4 Meter anwachsen können hier im Osten, in Osttirol und im nördlichen Teil von Venetien. So, was heißt das für Deutschland, wenn so viel Schnee in den Alpen kommt? Passiert ja auch irgendwas bei uns, so ist es auch. Wir haben eine sogenannte 5b-artige Lage, das heißt, Schnee wird wieder an die Alpen rangeführt. Und das sehen wir auch, wir haben hier Schneefall vor allen Dingen im Süden. Aber das greift auch bis nach Norden und bis in den Westen aus. Das ist jetzt der aufsummierte Schneefall bis Montag früh. Und wie sieht die Schneedecke am Montag früh jetzt aus? Sehen wir hier, also im Norden ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen Glättegefahr. Da liegt nicht viel, aber im Westen kann tatsächlich Schnee liegen, in den Mittelgebirgen auch und im Süden relativ viel Schnee. Auch schon mal 20 oder 30 cm Schneedecke ist hier möglich oder in den Bergen sogar noch mehr. Das heißt, wir haben weiterhin Winter und es bleibt auch kalt bis Mitte Dezember auf jeden Fall. Danach halten sich so ja, Weihnachtstauwetter und die kühle Witterung ein bisschen die Waage. Ab Montag haben wir dann auch die erste richtige Weihnachtsprognose von den Wettermodellen her und dann wissen wir sicherlich mehr, wie es hier im Dezember weitergehen wird. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf wetter.com.